Und wir lesen hier von Anfang gleich einen Abschnitt, Matthäus 28, Vers 1. Als aber der Sabbat um war und der erste Tag der Woche anbrach, kam Maria Magdalena und andere Maria das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam von Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein vor der Tür und setzte sich darauf. Und seine Gestalt war wie Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Die Hüter aber erschraken vor Furcht und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel antwortete und sprach zu den Weibern: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesum den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und sehet die Stätte, da er gelegen hat. Und gehet eilend hin und saget es seinen Jüngern, dass er auferstanden sei von den Toten, und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, und da werdet ihr ihn finden. Siehe, ich habe es euch gesagt. Ihr Lieben, diese Begebenheit der Auferstehung, an diesen herrlichen, an diesen wunderbaren Sonntagmorgen, der Sabbat war vorüber gewesen, dieser stille Zeit, dieser stille Tag. Und nun die Macht der Finsternis, die hat sich gefreut. Wir haben den Sieg. Die haben den Triumph gefeiert, doch viel zu früh. Viel zu früh triumphierte die Macht der Finsternis. Der Plan Gottes, der Dichter sagt, unser Gott eilt immer vorwärts zu erfüllen seinen Plan. Und keine Macht wird den Willen, noch den Weg, noch den Plan Gottes ändern oder hindern können. Auch in unseren Tagen nicht. Und das ist so wunderbar. Ihr Lieben, wenn man heute die Frage unter die Menschen, vielleicht unter die Christen, stellen würde: Welches ist das größte Wunder der Bibel? Was werden wir für eine Antwort bekommen? Viele Menschen werden grübeln sich in vielen Wunder, die Jesus getan hat, nicht wahr? Wenn man auch dich fragen würde, welches Wunder ist das größte Wunder? So wirst du vielleicht denken an die Heilungswunder, die Jesus getan hat, an viele andere Wunder, die Jesus ausgeführt hatte, wo er auch die Toten auferweckt hat. Du wirst vielleicht denken an diese Wunder, doch ihr Lieben, das größte Wunder der Bibel ist das Wunder der Auferstehung. Das ist das Größte, wovon die Bibel spricht, dass unser Herr und Heiland auferstanden ist. Und über dieses Wunder oder in diesem Wunder wollen wir uns heute vertiefen, darüber nachdenken, aber es ist das größte Wunder. Die Auferstehung Jesu Christi ist der Grundstein der christlichen Gemeinde, ist das Fundament der christlichen Gemeinde, ist das Fundament unseres Glaubens. Nimm die Auferstehung Jesu hinweg, so bleibt das eine tote Religion, nichts mehr. Gleich den anderen Religionen. Doch das Christentum, das wahre Christentum, ist keine tote Religion. Das wahre Christentum ist Leben, und ein wahrer Christ, er lebt. Er hat Leben aus Gott. Und das hat Jesus Christus uns gebracht. Ihr Lieben, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, so hätte der Satan den Sieg und die Hölle den Triumph. Aber der Herr ist auferstanden. Die Auferstehung des Herrn ist der Kern des Evangeliums. Der Kern, auf dem alles basiert und ruht. Es ist die Auferstehung unseres Herrn und Heilandes,
das Leben des Volkes Gottes, das Leben der Kinder Gottes ist die Auferstehung Jesu Christi. Die Hoffnung der ewigen Seligkeit, die Hoffnung des ewigen Lebens ist die Auferstehung. Der Apostel Petrus, der schreibt es so deutlich in 1. Petrusbrief, in 1. Kapitel, den 3. Vers, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, zu einem unverwelklichen, unveränderlichen Erbe, das behaltet wird im Himmel. Ihr Lieben, der Apostel spricht von der Auferstehung. Die Kraft unseres Glaubens ist die Auferstehung. Also es geht oder es führt alles auf die Auferstehung. Und der Apostel Paulus, der spricht von einem Ziel. Von einem Ziel, das wir als Volk Gottes, als Kinder Gottes im Leben haben sollten. An jeder von uns. In Philipper, im 3. Kapitel, er spricht vom Gewinn oder vielleicht auch vom Verlust. Er sagt, was mir Gewinn war, in Philipper Kapitel 3, wir lesen uns von 7. Vers, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es alles noch für Schaden gegen die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um welches Willen ich habe alles für Schaden gerechnet und achte es für Kot, auf das ich Christum gewinne. Welchen Christum? Toten oder Lebendigen? Und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christum kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, zu erkennen ihm und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlicher werde, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Und weiter spricht er von dem Ziel, das er verfolgt. Ihr Lieben, der Apostel spricht hier und sagt, zu erkennen ihm, den lebendigen, den gekreuzigten, auferstandenen, lebendigen, gegenwärtigen und die Kraft seiner Auferstehung. Im Toten ist keine Kraft. Kraft ist nur in einem Lebendigen. Und diese Kraft der Auferstehung wollte Paulus wirklich erleben und erfahren. Meine Teuren, er sagt, damit ich gelange zur Auferstehung der Toten. Das war sein Ziel oder das Ziel des Apostels Paulus. Die Bibel spricht von Auferstehung, die Bibel spricht von Entrückung. Und nur ein Auferstandener wird eins entrückt werden. Menschen, die im Tod der Sünde sind, die werden nicht entrückt werden. Denn die Entrückung ist die Kraft Gottes oder die Wirksamkeit der Kraft Gottes im Leben der Menschen. Entrückt kann der Mensch alleine durch seine Kraft nicht. Es ist nicht möglich. Darum ist es so wichtig, dass wir diese Kraft der Auferstehung, von der Paulus auch hier spricht, in unserem Leben erfahren, damit wir hindurchdringen vom Tode ins Leben, damit wir Befreiung erleben, dazu ist die Auferstehung. Und Paulus, das war, wenn wir die Briefe des Apostel Paulus lesen, das war immer der Kern der Botschaften Apostel Paulus gewesen und immer wieder versucht er die Auferstehung des Herrn auf dem Leuchter setzen. Denn darin sah er das Leben. In der Auferstehung, lasst uns 1. Korinther aufschlagen. Es sind so manche Probleme in der Gemeinde zu Korinth gewesen, so wie auch in unserer Zeit Probleme sind,
Es sind Menschen, die geglaubt haben an die Auferstehung. Da waren die Sadduzäer, da waren die Pharisäer. Die eine glauben, die andere glauben nicht. Und Paulus versucht, diesen geistlichen Tisch zu decken und deckt es mit dieser nackten Wahrheit der Auferstehung. 1. Korinther Kapitel 15, und wir lesen hier von 10. Vers: Aber von der Gnade, von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Es sei nun ich oder jene, also predigen wir und also habt ihr geglaubt. So aber Christus gepredigt wird. Zu jener Zeit hat man schon gepredigt, dass er sei von den Toten auferstanden, wie sagen denn etliche unter euch, die Auferstehung der Toten sei nichts. Also es sind Menschen, die glauben an die Auferstehung, es sind aber Menschen, die an der Auferstehung nicht glauben. Lieber Bruder, lieber Schwester, es ist eine persönliche Erfahrung. Glauben kann man nicht kaufen. Glauben kann man nicht verkaufen. Es ist eine persönliche Überzeugung, innere Überzeugung, die ein jeder haben muss. Glaubst du an die Auferstehung unseres Herrn? Glaubst du an die Auferstehung des Heilandes? Er geht hier weiter und sagt, ist aber die Auferstehung der Toten nichts, so kannst du nach Hause gehen, essen und trinken und morgen sind wir tot. Dann ist es vergeblich, dass wir zusammengekommen sind. Ihr Lieben, es geht alles um die Auferstehung. Ist aber die Auferstehung der Toten nichts, so ist auch Christus nicht auferstanden. So, und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist die ganze Religion vergeblich. Es ruht alles auf der Auferstehung. Und der Apostel geht hier weiter und sagt, ist aber Christus nicht auferstanden, warum mühen wir uns ab? Warum predigen wir denn? Dann ist die Predigt auch vergeblich. Denn wir predigen einen auferweckten oder auferstandenen Christus, aber er sagt, die Predigt ist vergeblich. Nun aber Jesus, er spricht und gibt den Auftrag seinen Jüngern in Markus 16 und sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt, was soll er glauben? An einen auferstandenen Christus, an den gegenwärtigen Christus. Wer da glaubt und getauft wird, der soll selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Glaubst du an die Auferstehung unseres Herrn und Heilandes? Er fährt hier weiter fort und sagt, so ist auch euer Glaube vergeblich. So nützt es nicht. So kannst du dein Glauben begraben. Wenn du nicht glaubst an die Auferstehung, kannst dein Glauben beerdigen. Hat keinen Nutzen. Es ist ein toter Glaube dann und nichts mehr. Aber ein lebendiger Glaube ruht auf der Auferstehung Jesu Christi. Er sagt, wir würden auch erfunden als falsche Zeugen Gottes, dass wir wieder Gott gezeugt hätten. Er hätte Christum auferweckt, denn er nicht auferweckt hätte, wenn die Toten nicht auferstehen. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Und der Apostel fordert uns auf in Kolosser 3 und sagt, seid ihr aber mit Christus auferstanden. Er spricht zu denen, die auferstanden, die eine Auferstehung im Leben erlebt haben. Seid ihr aber mit Christus auferstanden, was dann? Suche das, was droben ist. Da Christus ist sitzend zu den Rechten Gottes, kein Toter, sondern Lebendiger. Suche das, was droben ist. Denn so die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden,
so ist euer Glauben eitel. Wind, nichts nütze. Es ist alles eitel, so seid ihr noch in euren Sünden. Verstehst du den Gedanken? Wenn oder ohne Auferstehung Jesu Christi gibt es keine Befreiung von der Sünde. Wenn der Mensch nicht glaubt an der Auferstehung Jesu Christi, ist er noch in seinen Sünden. Nur der Auferstandene und Lebendige kann den Menschen von der Sünde zu befreien. Darum sagt er hier, wenn Christus nicht auferstanden ist, so seid ihr noch in euren Sünden. Ihr Lieben, der Mensch kommt zum Leben durch die Auferstehung. Durch die Auferstehung. Und der Apostel spricht in Offenbarung im 20. Kapitel und sagt unter anderem, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. An dem hat der andere Tod keine Macht. Es gibt viele Lehren über diesen Gedanken. Menschen sprechen, dass es werden zuerst die Gerechte auferstehen, dann werden die Ungerechte auferstehen. Das ist nicht der biblische Gedanke. Die Bibel spricht nur von einer Leibesauferstehung. Selbst der Sohn Gottes, Jesus Christus, spricht in Johannes 5, Vers 29 und sagt, verwundert euch nicht, denn es kommt die Stunde, in der, wie viele? Alle, die in den Gräbern sind, werden auferstehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Und nun selig ist. Er sagt nicht selig wird, er sagt selig ist. Gegenwärtiger Zustand, der Teil hat. Er sagt nicht, der Teil haben wird. Darum die erste Auferstehung ist eine geistliche Auferstehung. Warum? Weil der erste Tod war der geistliche. Der Herr spricht zu Adam und sagt, welchen Tages du von der Frucht essen wirst, wirst du des Todes sterben. So dieser Tag kommt, und die ersten Menschen nehmen von der Frucht, sind sie gestorben? Hat Gott gelogen? Welches Todes sind sie gestorben? Den geistlichen Tod. Und weil der geistliche Tod der erste Tod war, darum muss auch die erste Auferstehung eine geistliche sein. Und Paulus bekräftigt das in Epheser Kapitel 2 und sagt, und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretungen und Sünden, hat er samt Christus lebendig gemacht. Die Auferstehung, wo der Mensch von der Gewalt des Satans zu Gott, von der Macht der Finsternis zum Licht, von der Sünde zur Gerechtigkeit hindurchdringt, das nennt die Bibel eben diese erste Auferstehung. Und er sagt, selig ist, der Teil hat, über dem hat der andere Tod. Welcher Tod? Der natürlichen Tod muss jeder schmecken. Alle, die wir hier sind, wenn Gott noch die Zeit stehen lassen wird, werden wir des Todes sterben. Aber den ewigen Tod, die ewige Verdammnis, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, das heißt, wer wiedergeboren ist, wer ein Leben aus Gott hat, der ist selig, der hat Teil an dieser ersten Auferstehung und über den hat der andere Tod keine Macht. Ihr Lieben, unsere Rettung, unsere Erlösung ist die Auferstehung. Ist die Auferstehung Jesu Christi. Jesus musste sterben, aber er musste auch auferstehen. Wenn er nicht auferstehen würde, so würde er keinen Sieg davontragen. Und hier sehen wir den Sieg und wir singen in einem Liedchen, was heißt Triumph, Triumph, es lebt der Held. Wie heißt das weiter? Bitte? Er bringt die Botschaft nah und fern, glaube ich so, ja? Oder den allen Menschen. Aber er spricht von einem Triumph, es lebt der Held. Und nun, der Apostel Paulus, der geht hier weiter in Korinther und sagt,
so sind auch die, die in Christo entschlafen, wenn Christus nicht auferstanden wäre, so sind auch die, die in Christo entschlafen sind, verloren. Also ohne Auferstehung keine Rettung. Durch die Auferstehung die Rettung, das Seligwerden, hoffen wir aber allein in diesem Leben auf Christum, so sind wir die Elendste unter allen Menschen. Das Ziel, das Paulus hatte, das Ziel sollen wir haben, nicht nur in diesem Leben, sondern was nach dem Leben kommt. Und nach dem Leben ist es nicht aus. Nach dem Leben kommt das ewige Leben. Und nun setzt Paulus hier die Auferstehung auf den Leuchter. Er sagt aber, Menschen, ihr könnt glauben, ihr könnt nicht glauben, es ist eure persönliche Entscheidung. Aber im 20. Vers versiegelt er und sagt, nun aber ist Christus auferstanden. Das ist meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Paulus sagte, ich bin eine unzeitige Geburt, aber Paulus hat diese Auferstehung Jesu Christi in seinem Leben erfahren und deswegen könnte er mit Freude sagen, nun aber ist Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da leben. Also Christus lebt. Er lebt. Er lebt, sagt der Dichter. Ich kehre noch einmal zurück zu diesem Matthäus-Wort, unseren Leitgedanken. Dieses größte Wunder aller Wundern, Geschwister, und wir stehen hier, wovon stehen wir hier? Wir stehen hier vor einem leeren Grab. Es ist etwas Wunderliches. Es ist ein Grab da, aber es ist kein Toter da. Ist das nicht verwunderlich? Es sind Leichentücher da, aber es ist keine Leiche da. Sie ist vielleicht weggelaufen. Jesus steht einst vor dem Grab, Lazarus von diesem stinkrigen Grab, schon das Geruch der Verwesung kommt heraus und er ruft in dieses Grab hinein und sagt, Lazarus, komm heraus. Und vielleicht waren da manche, die schmunzelten, aber Lazarus kommt wirklich heraus. Und Jesus sagt, löst ihm die Leichentücher. Verstehst du, die Auferstehung Jesu Christi löst die Leichentücher der Sünde. Und die führt den Menschen zum Leben. Und Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt leben. Jesus hat uns Leben gebracht. Leben und volles Genügen. Und dieses Leben darfst du heute haben. Durch die Auferstehung unseres Herrn und Heilandes. Ihr Lieben, wir sehen hier der Stein. Aber der Stein ist abgewälzt. Und wenn ich an diesen Engel denke, ihr Lieben, das ist so ein heiliges Bild. Weißt du, die Auferstehung unseres Herrn, die ist nicht mit einem großen Tumult geschehen. Das war so alles ruhig und still. Das war so eine heilige Atmosphäre gewesen. Der Herr sammelt nicht die ganze geistliche Elite jener Zeit und sagt, jetzt werde ich euch beweisen, jetzt werdet ihr sehen, wie der Herr auferstehen wird. Nein. Gott lieferte nie Beweise. Er führt immer sein Werk weiter. Wir sehen hier dieses heilige Bild. Dieser Engel in Glänzgestalt, so ruhig, so still auf diesem Stein. Wo sind die Wächter? Wo sind denn sie? Die bis auf die Zähne bewaffnet waren, um eine Leiche zu bewachen. Ist das nicht lächerlich? Wo hast du gesehen, dass man eine Leiche bewacht? Aber hier bestellt man Wächter, um eine Leiche zu bewachen. Du armer Mensch, wie weit kannst du kommen? Und jetzt liegen sie am Boden. Und der Herr sagte, eins, ich könnte 6 Legionen Engel bitten. Hier ist ein Engel. Und da brechen alle zusammen. Der Mensch sagt, ich werde Gott einmal sagen. Nichts wirst du nicht sagen. Verstummen. Kein Wort. Auch den Mund wirst du nicht öffnen. Diese Wächter, die sind am Boden. In Furcht und in Zittern.
Oh, ihr Lieben, wie wichtig ist es, dass wir dieses Geheimnis Gottes verstehen. Dieses Geheimnis der Heiligkeit. Dieses Geheimnis der Reinheit Gottes. Der Stein ist abgewälzt. Der Engel des Herrn sitzt da. Das leere Grab. Von wo spricht es? Er spricht vom Sieg. Das leere Grab spricht vom Sieg. Die Juden lästerten in der Morgenzeit über die Christen. Und sie sagten, was habt ihr nun? Ihr habt nur ein leeres Grab und nichts mehr. Gott sei Dank, dass das Grab ist leer. Ein leeres Grab spricht vom Sieg. Ein leeres Grab spricht von Erfüllung der Weissagungen Gottes durch die Propheten. Das leere Grab spricht von Erfüllung des Erlösungswerkes Gottes. Das leere Grab spricht von Freude. Er ist nicht tot. Er ist auferstanden. Er ist lebendig. Das leere Grab spricht vom Segen Gottes. Das leere Grab, das spricht von der Allmacht Gottes. Alle Macht ist mir gegeben, sagte der Herr, in Himmel und auf Erden. Alle Macht, die Allmacht Gottes, das leere Grab spricht von Hoffnung. Hoffnung, erstrahlet Hoffnung, Seele dir, weil das Grab ist leer. Das Heil ist frei, sagt der Dichter, o tut es kund. Den Menschen nah und fern. Das leere Grab, das spricht vom Trost für jede einzelne Seele. Ein jeder kann Trost finden, weil das Grab ist leer. Das leere Grab spricht von angenommenen Opfer, das der Herr vollbracht hat. Das Opfer wurde nicht abgewendet, das Opfer wurde angenommen. Gott hat das Opfer Jesu Christi angenommen. Jetzt steht den Menschen die Freiheit da. Und nun, liebe Seelen, wir sprechen über die Auferstehung, die einmal geschehen ist. Doch für mich persönlich, was hat sie gebracht in meinem Leben? Habe ich Teil an dieser Auferstehung oder nicht? Höre ich von der Auferstehung? Oder habe ich die Auferstehung erlebt? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und ich möchte abschließen. Ich möchte heute ein bisschen Kürzeres fassen. Ich wünsche, dass so manche Zeugnisse über die Auferstehung Jesu Christi in unserem Leben auch erschallen möchten, dass unsere Herzen bewegt möchten werden, diesen Auferstandenen verherrlichen, ihm preisen, ihm loben. Und ich wünsche, dass wir so gefangen genommen werden von dieser Auferstehung Jesu Christi. Wir lesen uns noch ein Wort in Epheser, im ersten Kapitel, von 15. Vers. Epheser Kapitel 1, Vers 15. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis und erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welcher da sei die Hoffnung eurer Berufung und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes bei seinen Heiligen und welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu den seinen Rechten im Himmel, über alle Fürstentümer, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, und hat alle Dinge unter seine Füße getan
und hat ihm Gesetz zum Haupt der Gemeinde über alles, welches da sei. Sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allem erfüllt. Paulus bittet hier und wünscht, dass wir erleuchtete Augen haben, dass wir den Auferstandenen sehen, dass wir diese Hoffnung der Herrlichkeit, dass wir dieses herrliche Erbe, das behalten wird im Himmel, denen, die an ihm Glauben haben, dass wir diese göttliche Kraft der Auferstehung in unserem Leben erfahren. Gott verhelfe uns, Gott segne uns, Geschwister, dass wir wirklich Teil an der Auferstehung haben. Ihm gebührt die Ehre. Gott segne uns weiterhin. Amen.